sind wir wieder. Es geht weiter mit dem letzten Game Plus Daily zur E3 2016. Es sei denn, wir machen noch ein bisschen Nachberichterstattung, Michael, kommende Woche. Da ist noch was geplant, habe ich gehört. Wir haben für den Montag noch was geplant, ja, aber ich will nicht verraten, was es ist. Aber es wird geil. Es wird geil, es wird noch ein bisschen E3, aber dafür, ja, wie wir vor der Werbung schon gesagt haben, wir haben natürlich auch immer im Ohr, wann die Kollegen aus LA bereit sind, dann kurz was zu machen. Eventuell werden sie sich zwischendurch nochmal melden, aber die haben ja gerade gesagt, die machen sich gleich auf den Weg auf die Messe. Die ersten Interviews oder die ersten zumindest großen Schalten sollten wir so ab 21 Uhr plus erwarten. Wir haben aber auch noch einiges an Themen hier, Fabian, mit die wir hier nochmal abschließend besprechen können. Ein paar schöne Trailer, die wir sehen können. Ich habe da einen Titel im Auge. Ja, das ist lustig, weil wir natürlich heute in der Vorbereitung guckt man dann immer so, was sind interessante große Namen noch oder auch kleine interessante Spiele, und es gibt so eine Spielereihe, wo wir eher als Core-Gamer, glaube ich, immer vorschnell drüber hinweggehen, was aber einfach ein unglaublich erfolgreiches und beliebtes Spiel ist oder eine beliebte Reihe. Ich glaube nicht, dass einer von uns da eine große spielerische Expertise zu hat, obwohl wir das, glaube ich, zu Game-On-Zeiten auch mal in der Sendung hatten. Wir hatten einen sehr schönen Beitrag damals, also ich werde vielleicht mal parallel versuchen, falls wir uns den Trailer gucken, ob ich das irgendwo finden kann. Ich fahre mal den Trailer ab. Ihr werdet nie erraten, was es sein wird, während Gregor versucht, den alten Game One-Beitrag zu eben dieser Spielereihe für euch zu finden. Wir gucken auf meinen Rechner, ich suche den Trailer und jetzt geht es auch schon los. I got a raft we can cross on the beam. All for the one and it's all for the team. Got a message from the heavens that was brought through a dream. This is God's green earth, it's a gift and it's worth much more than you see planting seeds in the dirt. My earth is a cream and she be blessed with birth. Be immersed, I believe, reaffirm, we emerge. Ja. Farming Simulator, ja. Geiles Ding, ne? Hey, komischerweise muss ich sagen, deswegen haben wir ihn auch mit reingenommen, der Trailer, diese Kombination aus Musik und diese Arbeit, die da stattfindet, ist natürlich ein CGI-Trailer. Das fertige oder das finale Spiel sieht wahrscheinlich nicht so aus dann. Aber es macht schon ein bisschen Bock, oder? Man kommt ein bisschen, also wie gesagt, ich bin Lust auf Arbeiten. Mein Opa war Bauer und ich musste da öfter mal mithelfen, saß auf dem Traktor und so weiter. Und es stinkt halt einfach, ne? Diese Gülle, die man da überall rumspritzen muss und so weiter. Deshalb ja die PC-Version. Da nützt die schönste Country-Musik nichts. Das zieht einen schon ein bisschen runter. Ansonsten viel an der frischen Luft, ne? Auf jeden Fall kein Stress, würde ich mal behaupten, außer du hast irgendwie Heuschreckenprobleme oder sowas. Ich meine, diese ganzen Simulator-Sachen, also ich weiß nicht, wie viel der Landwirtschaftssimulator das jetzt ist, der 10. oder mittlerweile, also die sind ja schon eine ganze Zeit lang unterwegs. Und es gibt ja auch diese ganzen anderen Simulatoren, irgendwie Rückwärts-Einpark-Simulator, Wege-Freischaufel-Simulator und so weiter. Das der Stuhl-Simulator, aber, nicht vergessen. Der Stuhl-Simulator kommt irgendwann demnächst. Aber die ziehen ja in Deutschland anscheinend, ich weiß nicht, ob es dann ist, ob dann die wirklichen Landwirte dann sagen, ich spiele den Landwirtschaftssimulator, weil der mir noch eine idealisierte Version von dem gibt, was ich sonst den ganzen Tag erleben kann und ich kann kein Geld dabei verdienen. Irgendwo hast du die Faszination hier in Deutschland. Glaubst du, in Deutschland gibt es einen besonderen Berufsneid? Also, dass die Leute quasi ganz besonders neidisch sind auf andere Berufe, und glaubst du, ein Rocket Beans Moderator-Simulator-Spiel hätte eine Chance? Ja gut, aber was würdest du denn da machen in dem Spiel? Du musst ja auch irgendwelche sinnvollen Aufgaben für Leute haben. Ganz genau. Spiel uns beschäftigen. Stimmt, daran scheitern. Den Mods-DLC für jede oder irgendwie sowas mit dazu packen. Ich habe hier übrigens währenddessen mal rausgesucht, hier ist tatsächlich noch ein kleiner Clip über von der damaligen Game One-Folge 146. Da war auch Kollege Bengts, der früher unseren alten Grafikdienstleister gearbeitet hat, einen Rap gemacht. Oh, um Gottes Willen. Das war wirklich ein ganz, ganz großes Highlight. Lass es mal laufen, wenn die Regie auf meinen Rechner gehen kann. Ja. Vor meinem Traktor liegt die Welt rein ländlich. Ich cruise durchs Dorf. Moin, moin. Man kennt mich, mein Hof, meine Felder, meine Landwirtschaftstechnik. Mais, Raps, Gerste, hau ich weg wie nix. Mein Beitrag ist wichtig fürs Wohl der Region. Meine Religion, meine Passion ist Rohstoffproduktion. 24-7 unter freien Himmel. Moment, jetzt mein geh mal kurz weg, du Retter, du. Oh, moin, da ist ja die neue Hilfskraft, ey.
Ach der, doch, das würde ich auch gerne. Willst du es wirklich sehen? Ja, klar. Okay. Jetzt das sind Einspieler vom Jahr 2011. Wir hatten es vorhin von unseren internen Fremdscham-Momenten und ich glaube, da jetzt ist gerade gutes Potenzial. Jetzt hat es gerade ein bisschen geklingelt tatsächlich, dass die Fremdscham... Weiter. Okay, also, dann gehen wir ein bisschen zurück, damit wir die ganze Glorie vom Budi mitbekommen. Los. Oh moin, da ist ja die neue Hilfskraft, ne? Hast du auch gut überlegt? Der LS 2011 ist kein Ponyhof, ne? Ja komm, lass arbeiten, ne? Wer nicht gern Träger fährt, der kann sich gleich vom AG machen. Wir fahren den Vielträger. Mein Junge, was das denn für ein Tünkrams? Ihr Videospiel, das hat eine Flausen im Kopf, ne? Ja komm, wegmachen jetzt. Schwachsinn. Hey, was machst du denn hier im Heckenlabyrinth? Sag mal, das ist doch kein 3D-Shooter hier. Komm, ab wieder aufs Land arbeiten, ne? Glaub, du spinnst ein Videospiel. Ja, ja, so geht es. Das war der Landwirtschaftssimulator. Ich weiß nicht, hat noch jemand was Sinnvolles zu dem neuen Teil beizutragen? Ich fand das gerade fast so gut wie den schwarzen Taxifahrer aus München. Kennt ihr den? Der immer so auf Bayerisch rumflucht und so weiter. So, ich dachte, du meinst gerade unseren Kaffeeverkäufer hier. Das Kaffee! Ach so, den kenne ich gar nicht. Den kennst du nicht, der war auch häufiger mal in den Sendungen hier drin. Zu dem ganz Neuen nicht so direkt, weil ich habe keinerlei Referenzpunkte, wo ich sagen kann, was ist jetzt anders am 2017er Landwirtschaftssimulator gegenüber dem 11er oder dem 15er. Ich habe zumindest aber gerne die andere Variante von den Sachen gespielt, die aus der Harvest Moon eher der japanischen Rollenspielecke. Mhm. Na, da gibt es ja auch gerade diesen ganz großen Indie-Hit Stardew Valley. Falls den jemand gespielt hat, für Steam unter anderem, ist von einer Person gemacht worden innerhalb von mehreren Jahren. Und das ist richtig abgegangen, ist quasi Harvest Moon auf Steam, also Stardew Valley. Falls, Leute, doch. Kommt doch jetzt auch für Konsolen, oder? Kommt jetzt auch für Konsolen raus mit Add-ons. Ich hab mal einen Trailer auf jeden Fall für den laufen lassen, oder? Genau, also du kannst dir gerne mal zeigen. Ich hatte es auch mal im Retro-Club gezeigt. Ich glaube, Jan hat es auch mal hier auf dem Sender gespielt, wenn ich mich nicht irre. Und die sind natürlich nicht ganz das, was der Landwirtschaftssimulator selber ausmacht, sondern hier ist es mehr in dieser Adventure-Ecke, Lebenssimulation. Da ist auch Crafting da, oder? Genau, es ist sehr viel Crafting mit dabei. Natürlich auch hier als junger Mann, der, oder ich glaube, du kannst auch eine Frau sein, je nachdem. Da hast du Landgeher von deinem Opa, der verstorben ist und machst jetzt dein neues Leben da und lernst die Leute kennen, gehst dann Beziehungen ein, heiratest, pflanzt dich fort, gehst aber auch gerne in den Dungeon rein und farmst dort Mineralien, um dann neue Sachen zu bauen. Also das ist in der kurzen Zeit, wo ich es gespielt habe, hat es auch schon echt viel Spaß gemacht und einige Leute verbringen echt super viel Zeit damit. Und hast du noch nie sowas verstanden? Hä, war der gerade? Hat er sich gerade hinter ein Schaf gestellt und dann kam ein Liebessymbol? Ich glaube, du hast es gestreichelt und hast dem Schaf. Türkische Version des Stardew. Nicht die türkische Version. So mit Schafskäse gemacht, ne? Ja. Das reicht aber. Ich will es zumindest nochmal erwähnt haben, weil auch mit Landwirtschaft und Gaming, das ist ja kein Bereich, der wirklich brandneu ist oder nur den Simulatoren dann eigen ist. Gut. Das dazu. Wollen wir mit einem Spiel weitermachen, Gregor, von dem ich glaube, dass du dich sehr darauf freust. Es kommt aus Japan und es hat was mit Gangstern zu tun und es gibt einen Trailer. Also ich habe da, pack den gleich hin, werden noch gleich sehen. Musst du dich mental darauf vorbereiten? Nein, aber ich überlege gerade, ob ich vielleicht, ich habe noch auf meinem japanischen PlayStation-Account die Demo, die wir uns runterladen können und zocken können. Also falls eventuell wir nachher noch Zeit haben, vielleicht lasse ich es mal die nächsten Stunden bis 0 Uhr mal runterladen, damit ich es mal richtig zeigen kann. Dann wahrscheinlich genau rechtzeitig fertig, wenn dann die Sendung vorbei ist. Genau, so soll es am besten sein. Lass es laufen! Oh, geil! Weitere Style. Ach, das machst du. Ich will eigentlich das jetzt schon haben. Geil, also meinst du, das Kampfsystem ist richtig gut, ne? Ja. Also, richtig. Also die Sache ist es bei denen hier, wir können gerne auf dem Gameplay dann draufbleiben. Yakuza Zero, oder so wie es hier heißen wird, kommt in den USA
Ende des Jahres oder zumindest Anfang nächsten Jahres raus auf Disc für PS4. Ich glaube, um die Zeit, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in Europa auch genau zeitgleich kommt, aber es wird zumindest keine Region Encoding haben, also werde ich mir auch die US-Version holen, wenn es da ist. Der mittlerweile 6. oder 7. Eintrag in der Yakuza-Serie, und für mich waren die Dinger immer so die moderne Variante, als sie damals rausgekommen sind, von den klassischen Beat'em-Ups, sowas wie Streets of Rage zum Beispiel. Ne? Rumlaufen auf den Straßen Tokios, da wirst du dann von Gangstern angehalten und hier, wir hauen dich kaputt, gib uns mal Geld, und dann gibst du ihnen aber richtig in die Fresse dann stattdessen. Und da mittendrin eine ziemlich aufwendige Optik und Open World und Gangster, japanische Gangster-Melodramatik. Mhm. Und ich hatte die PS2-Teile damals gespielt, als sie rausgekommen sind und so, ja, den ersten durchgespielt, das war ganz nett, das war okay. Aber vor ein paar Jahren ist irgendwie der Funke auf einmal übergesprungen und ich habe dann die ganzen Sachen nochmal gespielt und nochmal nachgeholt. Und mittlerweile ist es so mit meine Lieblingsserie überhaupt, weil ich einfach gern mit Kazuma Kiryu, ja, dem Ex-Gangster, dem Ex-Mafioso, Leuten in die Fresse haue und dann Bitches klar mache. Das ist super. Super. Aber Frauen gibt's auch. Du kannst Bitches klar machen ohne Ende. Man hat es eben im Trailer kurz gesehen, da war so ein bisschen nackter Haut. Hab ich gesehen, so ein Bikini. So ganz verschämt haben sie da kurz mal ein Bikini. Du kannst auch in die ganzen Etablissements gehen. Also die haben das Vergnügungsviertel von Tokio, Kabukicho, glaube ich, heißt es. In echt, in Kamurocho wird es im Spiel genannt. Und das ist quasi Open-World-mäßig, kannst du in sehr viele Läden reingehen. Die Straßen wurden detailgetreu nachgebildet, wie die in der Ära damals waren. Das Yakuza Zero spielt in den 80ern, Prequel, wo man die Leute sieht, die man aus den anderen Spielen kannte, in Jung. Und das Geile daran ist, dadurch, dass ich die ganzen Spiele über die Jahre gespielt habe, ich kenne mich da fucking aus. Ja, ich kann genau sagen, okay, du fängst unten links bei der Tenkaichi Street an und da biegst du ab in den Tahei Boulevard und da ist der Millennium Tower. Wenn du da links weiter vorbeigehst, dann ist da die Bar, wo du dich zum Billard messen kannst. Also, die kennen dich, die Leute, die da wohnen, die kennen dich seit 7 Spielen als miesen Schläger, der sie immer wieder zusammenschlägt. Ja, aber nur, wenn sie es verdient haben. Da ist er wieder. Nur, wenn sie es verdient haben. Okay. Mit dabei. Also ich mag die Yakuza-Spiele total. Yakuza 5 war auch mein Lieblingstitel des letzten Jahres, der nach langen Jahren auf der PS3 umgesetzt wurde. Und das ist der zweite Teil, der jemals auf der PS4 rauskam. Es gab noch so einen japanischen Mittelalter-Ableger, Yakuza Kensan, ich weiß gar nicht mehr, zu Beginn der PS4, der hier in den Westen nicht rausgekommen ist. Das überrascht mich ja generell, dass die Spiele halt dann doch immer noch in den Westen kommen, weil die verkaufen sich auch gar nicht so gut, oder? Nee, wirklich nicht. Es ist ein ziemliches Nischenpublikum, was hiermit angesprochen wird, was schade ist, weil ich glaube, es funktioniert eben als Kampfspiel sehr gut, weil die Steuerung sehr ausgefeilt ist und die Kämpfe einfach richtig knallen. Also da kannst du richtig brutal sein und Leute kaputt hauen. Und da ist so viel Tiefe im Spielsystem drin mit verschiedenen Charakteren, mit denen du arbeiten kannst. Aber es wird, glaube ich, nicht so direkt als diese große Gangster-Serie und Beat'em-up-Serie vernünftig von Sega verkauft. Und es spricht nur dieses Nischenpublikum an, die seit vielen Jahren dabei sind. Und was zumindest mit dem letzten, mit dem Yakuza 5 gemacht wurde, das knapp 2,5, 3 Jahre nach dem Japan-Release hier rauskam, quasi als Konzessionsentscheidung, ne? Weil damit sprichst du die Hardcore-Leute an, die Handvoll dedizierter Fans, die, ich weiß nicht, wie viel weltweit das sind, außerhalb Japans, 50 bis 100.000 oder sowas. In Japan verkauft sich jeder Teil 600, 700.000 Mal. Der Rest hier hofft und betet, aber das gibt ja eben Prestige, wenn du es hier übersetzt. Mhm. Und ich hoffe zumindest jetzt mit dem PS4-Teil, dass, wenn die Leute sehen, hey, auch wenn ich vielleicht nicht mit japanischer Kultur was am Hut habe, aber so das Gangsterzeug, das Gameplay, die Kämpfe oder so weiter machen mich da an. Das wäre ein ganz cooler Einstieg und zumindest würde es Tür und Tor öffnen, dass mehr Leute diese Serie kennenlernen. Ich glaube halt, das liegt jetzt weniger an dem Japanischen, dass es sich nicht so gut verkauft oder an diesem etwas speziellen Setting, sondern ich glaube, viele Leute haben keine genaue Vorstellung davon, was für eine Art Spiel Yakuza ist. Weil das ist halt auch nicht so, du guckst mal einen Trailer rein, das sieht dann halt auch nicht aus wie ein GTA oder wie irgendwas anderes, was man so schnell wiedererkennen würde. Und dann hat es natürlich auch diese doch sehr japanischen Sachen, wie das dann diese Tanzspiele dann da auch gibt und sowas oder Glücksspiele und solche Sachen. Ich glaube, die Leute tun sich schwer damit, das einzuordnen, sich an so ein Spiel ranzuwagen, was nicht auf den ersten Blick identifizierbar ist als ein Spiel, was sie schon kennen. Ja, du hast absolut recht. Du kannst es nicht so einfach in eine Schublade schieben und sagen, das ist das oder das oder das. Es gab zu Beginn immer den Vergleich gerne, oh, das ist jetzt Shenmue, aber in einem anderen Setting, also so eine Art Simulator, Adventure-mäßig. Im Grunde viele Fans der Serie sagen, nein, du darfst es nicht mit Shenmue vergleichen. Stimmt überhaupt nicht. Das ist sehr nah dran an Shenmue. Nur das Spielsystem funktioniert besser. Du fährst eben nicht klassisch Autos drumherum, wie du es bei GTA machen würdest. Hast eben aber einen großen Schauplatz, wo du sehr viel Zeug nebenbei machen kannst. Du kannst in X-Restaurants rein.
sein und dort wirklich richtige Marken dann dir zu dir nehmen, also auch richtige Gerichte, die abfotografiert wurden in den Läden in Japan dort, akkurat nachgebildet wurden, sehr viele Minigames, du gehst in die Spielhalle, sind original Sega-Automaten drin, die du spielen kannst, im letzten kannst du komplett Virtua Fighter 2 zum Beispiel in den Spielhallen zocken, wenn du willst, damit deine Zeit verbringen. Ein geiles Bowling-Spiel ist drin, da habe ich selbst dann ein paar Stunden damit verbracht, allein mit dem Bowling-Spiel in dem Game. Mhm. Billard, Karaoke-Stuff, wenn du nebenbei Zeug machen willst. Und das Potenzial, abseits von der Story, die auch natürlich dann viel Zeit mit sich nimmt, pro Spiel sitze ich, glaube ich, wenn ich rein der Story folge, so vielleicht 30 bis 40 Stunden alleine da dran. Aber ich kann zusätzlich noch, wenn ich wollte und Achievements freischalten will und die ganzen Sidequests, was auch noch ganz geil ist, da wird das Spiel super abstrus in den Sidequests. Quest teilweise. Da muss ich gerade dran zurückgehen. Die kannst du auch noch dann später machen und dann sehr viel Zeit investieren. In Yakuza 2 gibt es einen Sidequest, da gehst du sozusagen, da ruft dich so ein Typ von außen rein, wenn du vorbeigehst und sagt, hey, hier gibt's was Cooles für dich. Ja, gehe ich rein, okay, ich gehe rein. Und dann empfängt dich dann so eine Frau und die sagt, aha, ein neuer Kunde und so weiter. Und sagt, pack dir das mal hin, massiert dir so erstmal die Schultern und sagst so, sind sie bereit dafür? Und alles, ja, was geht denn hier? Ah, nein, lassen sie sich überraschen oder sowas. Ne? Und dann wirst du in einen anderen Raum geführt und da siehst du ausgewachsene Männer in Windeln, die Schnuller im Mund haben und sich wie Babys behandeln lassen. Ja? Und die werden dann sauer, weil du nicht ihren Fetisch teilst und sagst, no, das ist nichts für mich, ich glaube, geh raus. Und dann sagen sie, glaubst du, bist zu gut für uns, nur weil wir uns gerne wie Babys behandeln lassen und das unser Fetisch ist. Und dann kämpfst du in einem, ja, in einer nachgestellten Kinderkrippe mit erwachsenen großen Fleischbergen, die Windeln anhaben und Schnuller im Kopf. Also im Mund drin stecken haben. Und dann haust du da drauf. Das ist Yakuza. Habt ihr noch Fragen zu Yakuza? Oder wollen wir zum nächsten Thema gehen? Wir gucken uns die Sexszene aus Yakuza 5 an. Oh, da gab es gar keine. Welche denn? Der hat sie wieder angezogen. Was ich kann sie nochmal. Welche Sexszene denn? Der Held geht eine Treppe hoch, ne? Typischer Hinterhof. Weiß nicht, ob das jetzt eine Ist. Okay, das ist aber keine Sexszene doch. Ja, steht, also wenn du YouTube. Aber es ist halt ein klickoptimierter Titel für YouTube. Ja. Deswegen steht da Sexszene. Also das, die Szene erkenne ich natürlich wieder. Da geht Kazuma, der sich gerade eine zweite Identität als Taxifahrer geholt hat, rein und trifft dann quasi die Frau, die an seiner Seite dann steht. Aber so richtig hat er sich ihr noch nicht geöffnet. Ich glaube, die sind nicht offiziell zusammen. Da war keine Sexszene dabei. Ja, ihre Avancen prallen an seiner... Ja, so ist es. An seiner Härte ab. An seiner großen Brust. Ja. Der skeptisch guckt hier, ne? Ist er. Ach so. Der guckt, der will nicht. Fallen Sie ab. Ich habe selbst Yakuza Dead Souls zweimal durchgespielt und das ist ein Kackspiel. Ist trotzdem super gern durchgespielt. Gucken wir die Szene jetzt doch nicht fertig. War gar nicht bereit. Ich kann ja mal ein bisschen. So gib jetzt mal ein bisschen vor, wo nichts passiert. So, jetzt ne, macht sie sich erstmal nackig. So. Oh, Knöchel. Knöchel. Aber keine Angst haben, es gibt keinen Nippelalarm. Ja, Kazuma hat andere Probleme. Er bleibt halt stahlhart, ne? Ja, also, obenrum. Guck mal, seit 6 Monaten, aber er hat sich noch nicht an sie rangewagt. Was ist falsch mit mir? Was ist falsch? Tut mir leid, ich habe Yakuza-Probleme. Weil er ist in eine fremde Stadt gegangen und versucht als Taxifahrer Geld zu verdienen, weil er leitet auch ein Waisenhaus. Er sagt ja gar nichts, ne? Nee, braucht er auch nicht. Das ist auch so typisch japanisch. Dass Leute nichts sagen. Der sagt einfach gar nichts. Er sagt normalerweise relativ viel, aber in der Szene ist er eben stoisch. Sag ich hier, zieh das mal an, Mädel. Na, so klappt das nicht unter uns. So viel Schmerz und, oh, was ist das? Keine Ahnung, was das kommt. Hoppala. Ja, wir gehen wieder raus. Das ist dann das typische, pack nochmal eine Meme dahinter, wenn du nicht weißt, wie du dein Video beenden sollst auf YouTube. Gut. So, ist halt, du hast es herausgefordert, Fabian, jetzt wurde Yakuza einmal angesprochen, da muss ich einmal auslassen. Ja, es ist schön. Es ist die Frage, ob wir gleich das nächste Spiel abfahren, zu dem du dann auch... gleich ganz viel reden kannst, weil es dich, glaube ich, auch sehr interessiert. Aber vielleicht interessiert es auch Alvin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Wir schauen mal rein. Ich ahne es. Es geht um ein Spiel, was mit P anfängt. Puhuhu. Noch drüber sprechen. Weil mit Personen habe ich tatsächlich keinerlei Berührungspunkte gehabt bisher. Wollen wir mal das Pip so lange rausnehmen? Ja, genau. Lass uns mal auch schön Sound laut hören. Das ist ein fucking stylisches Game, das müssen wir alles mitbekommen. Wahrscheinlich.
生徒会長なんてそうじゃなきゃやってらんないよね。お前自身の怒りを思い出せ。 これでようやく我が輩たち駆け出しだが怪盗団になれるってことだな。お前たちは余計なことを知りすぎた。私に歯向かったことを一生かけて悔いるがいい。ああ、本当にハッキングできるんだね。今度は私が助ければ。おい待てよ、あれって吊るし上げてやる必殺の。 楽じゃねえな。でかい口はもっと大物をやってからにしろ。次はどんな悪人を成敗するんだろう。世界中が怪盗団の次の一手を気にしてるよ。笑わせんじゃねえ。お前らみたいなアホは俺の餌なの。お前たちに明るい未来は万に一つもないんだよ。汚い金に宝生え。 狙ってきたのなら帰った方がいい。我が輩とこの美少女怪盗がもらうからだ。美少女怪盗と申します。自分で言っちゃったよ。スコアさ、仲間が増えたんじゃね。こいつは意外と使えるかもだぜ。お前みたいな煩悩丸出しのパツキンモンキーよりはな。 手口は分かりませんが、法治国家を脅かす危険な存在だと思います。組織が出稼ぎて警察も手を焼いてる。下手に首突っ込むと消されるしね。厄介な奴らに狙われたもんだ。計画が漏れたってこと。何がきっかけで変わっちゃうの。下手。俺たちは何を間違えたんだ。どう展開なんだよ。こいつらやべえ、所詮 俗人どもの遠吠えだ。おとなしくしていればいいもの。まあ近々始末する予定でしたからな。 Ja, Hammer. Mhm. Jojo. Kommt am Valentinstag. Aber nur in den USA. Am Valentinstag. In Europa ist noch, glaube ich, kein offizielles Datum dafür angesagt. Aber es kommt auch offiziell in Europa, ne? Es soll offiziell in Europa kommen, aber eben noch nicht offiziell mit Datum bekannt gegeben. Zumindest ist es lange Zeit lang. In Japan wird es ja auch schon ein bisschen früher rauskommen, im September, wie so viele andere Sachen auch. Dass es potenziell vielleicht zeitgleich gekommen wäre weltweit. Jetzt wissen wir Bescheid, okay, wir müssen zumindest ein paar Monate warten, bis eine verständliche Version auf Englisch dann drauf ist. Ich habe übrigens dazu auch noch gehört, dass wie bei allen Persona-Spielen bisher den Hauptrollenspielen wirst du nicht die Wahl haben, auf japanische Sprachausgabe zu wechseln. Die waren bisher alle fest sozusagen auf Englisch lokalisiert und vertont, waren aber auch super eigentlich, also speziell seit Persona 3, sodass ich das selbst nicht vermisse. Aber ich habe schon einige gehört, oh, ohne meine japanische Sprachausgabe, da habe ich nicht so viel Bock drauf. Auf welchen Plattformen kommt das? PS4, oder? Ja, im Westen kommt es auf PS4, in Japan PS3 und PS4. Und muss man die Vorgänge, also ich habe leider, obwohl Fabian zu Recht davon ausgegangen ist, dass ich das vielleicht kenne, ich kenne halt den Titel, habe aber bisher keinerlei Berührungspunkt damit gehabt, weil einfach nicht die Gelegenheit, weil auch kein Punkt gefunden, wo man in diese Serie, und es ist ja mittlerweile eine sehr bekannte und sehr große Serie, mit zig Spin-Offs und Ablegern und Hauptspielen, wo man da halt anfangen soll, weil man ja auch nicht weiß, okay, bauen die aufeinander auf, muss man die Vorgänge alle gespielt haben, um jetzt hier einsteigen zu können.
Und das sah aber jetzt für mich aus, auch mit den Infos, die ich glaube ich habe, dass man glaube ich die Vorgänger nicht unbedingt kennen muss, oder? Nee, also allgemein bei Persona musst du, finde ich, keinen der älteren Teile gespielt haben, wenn du irgendwo mal einsteigen willst. Nur wenn du sagst, oh, du hättest irgendwann mal Bock, die älteren zu spielen. Die Sachen entwickeln sich natürlich weiter und weiter und weiter. Na, wenn du vor ein paar Jahren, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, wenn du Bock auf ein Japaner-Rollenspiel hast, spiel mal Persona 4. Dann wärst du aber, wenn du Persona 3 später angefangen hättest, hast gesagt, oh, das Spielsystem ist noch nicht ganz so ausgereift. Und da merke ich so ein paar Haken und Ösen, die dann ausgemerzt wurden. Aber ich denke auch, beim Fünfer wirst du locker einsteigen können, weil die alle sehr, sehr self-contained und selbsterklärend sind, wie okay. sie funktionieren. Persona selbst ist auch eigentlich selbst ein Spin-off einer Serie, weil Persona gehört zur Shin Megami Tensei-Serie. Die gibt es in Japan schon seit 20, 25 Jahren. Da gibt es auch ungefähr 20 bis 30 Spiele, die da rausgekommen sind. Und die hatten immer so ein bisschen was, so eine Mischung zwischen Rollenspiel und so ein bisschen Pokémon. Mhm. Ja, aber nicht Pokémon mit den knuffigen Müllsack, den du einsammelst und der Eule, die aussieht wie ein Ei, sondern es waren große Dämonen, die du gesammelt hast, miteinander fusioniert hast. Die sogenannten Personas, die dann aus Indien, aus den Personen, die du spielst, entwachsen und die dann für dich in den Kampf gehen. Speziell seit dem dritten Teil kam noch dieser Lebenssimulator-Aspekt dazu, dass man Schüler gespielt hat, die dann einen geregelten Tagesablauf haben, wo sie tagsüber in die Schule gegangen sind und abends dann Dämonen geprügelt hatten. Und das ist so das Feature, das seit dem dritten Teil dazugekommen ist, was richtig, richtig so dafür gesorgt hat, dass die Serie explodiert ist. Ne, das hat so den Funken überspringen lassen. Beim neuen hier wirst du, soweit ich es mitbekommen habe, nicht klassisch nur Schüler spielen, sondern eine Diebesbande. Ja, so ein bisschen wie die bei Detective Conan gab es auch mal diesen einen Dieb. Wie ist er nochmal? Kaito? Irgendwas? Du weißt aber, wen ich meine. Der Chat wird es wahrscheinlich am ehesten da wissen. Und dass viele von den Aufgaben da so ein bisschen so Heists sind, ne? Wo du dann irgendwelche Sachen klauen musst und dazu kommst. Und wenn sie das mit dem wirklich... Den Style, den finde ich Hammer, wie sie es hier umgesetzt haben. Also alleine, wenn du es anguckst. Die Anime-Sequenzen waren ja großartig. Warum gibt es dazu noch keinen Film? Ich glaube, du brauchst gar keinen Film, wenn das dann fertig ist. Ja, alleine das Menüdesign und wie die Charaktere zusammenkommen. Also wenn du ein bisschen Fable für diesen ganzen Anime-Look hast, und mich freut auch vor allem sehr, dass es nicht diese moderne Art von Anime in Anführungsstrichen ist, wo du dann irgendwie nur so kleine Mädchen mit riesen Augen siehst, was mir auf den Sack geht nach Dauer. So diese Games kann ich auch dann nicht mehr wirklich gucken. Ich habe auf Persona 5 jetzt 8 Jahre lang gewartet. So lange ist her, dass der letzte Teil rausgekommen ist. Persona 4 ist so alt schon? Also Persona 4 kam 2008 raus. Das habe ich auf der Vita mal gespielt. Ich dachte, das wäre ja, das, neuer das, gewesen. Das Golden auf der Vita kam ein bisschen später raus, 2012 oder so, glaube ich. Aber das originale Persona 4 gab es seit 2008 und in Europa war es 2009. Und wir werden es jetzt 2007, also 9 Jahre eigentlich, krass, nach dem ursprünglichen Start dann zu sehen bekommen. Und ich sage, ey, ohne das jetzt gespielt zu haben, abstrahierend davon, wie die alten gewesen sind, es sind auch relativ spezielle Games, aber gerade im japanischen Rollenspielsektor, wenn nicht gerade Final Fantasy oder sowas dran steht, wird man weniger hochqualitative und polierte Spiele wie die Persona-Games bekommen. Mhm. So ist es. Ich habe noch ein anderes Spiel auf Lager. Ich habe nämlich eben im Chat davon gelesen, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten. Dann ist mir bewusst geworden, ich glaube, wir haben es diese Woche nicht übermäßig häufig thematisiert. Das Spiel ist eine sehr große Rollenspielserie aus Japan. Mhm. Es geht um Final Fantasy XV. Mhm. Auch da gibt es ist eben gerade bei uns die Pressemitteilung von Square Enix eingetrudelt und auch da ist ein neuer Trailer online, der den sogenannten Wait-Mode zeigt. Da geht es darum, für Leute, die sich mit actionorientierten Kampfsystemen nicht so auskennen, denen soll dadurch der Kampf vereinfacht werden. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich genau, ich habe den Trailer jetzt noch nicht gesehen, aber gehört, dass es diesen Wait-Mode da geben soll, wie genau er sich äußert, weil das Gameplay der Kämpfe ist ja an sich wirklich auf so Action, fast Action-Adventure-mäßig ausgelegt, ne, dass du entsprechend deine Angriffe machst, konsequent ausweist und alles. Und ob du dann, okay, du hast hier, der Wait-Mode scheint sich hier wohl eher zu äußern, dass man es in der Art wie so BioWare-Rollenspiele hat. Also nicht, dass du einen Wartebalken hast und dann bist du dann mit deiner Aktion und dann der nächste Gegner, sondern du kannst das Spiel anhalten und dir dann die Umgebung einmal anschauen. Du siehst ja auch der Balken, der da runtergeht, wie oft du das wohl per Kampf benutzen kannst, sodass du zumindest noch mal ein bisschen mehr Übersicht, wenn dir das zu hektisch wird, dann reinpacken kannst. Ich glaube, das ist auch wirklich nötig, weil der erste E3-Trailer, das war ja dieser Kampf gegen diesen... Du meinst auf der Microsoft-Pressekonferenz, was komplett in die Binsen gegangen ist? Ja, und da hat man ja überhaupt nichts erkannt. Also da war ja teilweise, vor allem wenn dieser Riese angegriffen hat und seine Hand auf dieser Fläche war mit deinen ganzen anderen Typen, die du ja auch noch kontrollierst und den Attacken vorgibst.
Also ich hab da komplett, also beim bloßen Schauen habe ich komplett die Übersicht verloren und mir gedacht, okay, wie will man das denn bitte das schön auch, spielen können? Das war auch ein bisschen schade. Ich glaube, entweder der Kollege, der es gespielt hat, hat vielleicht einen Fernseher da gehabt, der Delay oder sonst was da gab, aber man hat gesehen, da wollte er irgendwie über die 1,5 bis 2 Minuten wollte er versuchen, seinen Move zu aktivieren, um vernünftig auszuweichen und diese Warp-Attacken, womit man sich aus dem Wirkungsbereich des Gegners dann rausteleportieren kann, um dann entsprechend später Angriffe zu starten. Das hat er nicht hinbekommen auf der Microsoft Preso und deshalb hattest du 1,5 Minuten gefühlt Gewürge und die Kamera hat nicht richtig mitgemacht, um gerade mit Ach und Krach zu beenden, was nicht wirklich repräsentativ eigentlich ist, wie sich dieses Spiel spielen kann. Es ist komplexer zum Reinkommen, weil da gab es ja zuletzt auch nochmal, als wir den Event hier hatten, da hat Square Enix ja auch dann diese zweite Demo, Release, diese Platinum-Demo, die das Kampfsystem nochmal überarbeitet und angepasst hat. Und als ich die das erste Mal probiert habe, habe ich auch keine Schnitte gegen den Gegner gesehen, obwohl ich die alte Demo x-fach durchgespielt habe. Da sind sehr viele Feinheiten und Details drin, was so das Timing angeht, das Ausweichen angeht. Es braucht also mehr Arbeit, um da reinzukommen. Und da finde ich, war das Microsoft-Ding hoffentlich nicht wirklich repräsentativ. Ja, weil die Demo hat ja richtig Spaß gemacht, vor allem gegen den Gegner am Ende, wo man dann auch wirklich der erwachsene Noctua, ja genau, das ist genau der Trailer. Das, ja. Können wir kurz auf meinen Rechner springen? No. Da hat er schon schön Spaß gemacht. Ja, das ist jetzt der Aber das ist der Trailer, das ist der klassische Gameplay-Trailer. Du müsstest, wenn, dann von der Microsoft-Pressekonferenz mal schauen, ob sie die Preso da irgendwo haben. Da war es leider, ich habe das Gefühl, entweder hat er einen Monitor gehabt, der dann das Delay nicht richtig angezeigt hat oder irgendwie was, aber da kam nicht leider alles zusammen, wie es funktionieren kann. Zusätzlich zu dem Trailer kamen noch 2, 3 andere zu Final Fantasy 15. Einer, der gezeigt hat, wie du mit dem Auto herumfliegen kannst. Mhm. Das war ein Feature, was sie angekündigt haben, dass du mit dem Auto, wo du auf der Straße fährst, jederzeit abheben kannst und dann quasi über die Gegend fliegen, was auch ganz geil war, wo man sich die Open World dann in einem fliegenden... Das würde ich gerne mal sehen, ja. Ja, soll ich mal? Das würde mich interessieren, ja. Weil das war ein cooles Feature. Seid ihr eigentlich generell gehypt für das, was das Spiel angeht? Wir hatten es da kurz besprochen. Also ich bin super gehypt eigentlich, wenn mich nicht diese komischen Hauptcharaktere so... Ach stimmt, darüber... Aber war das wirklich war der Aufhänger Final Fantasy? Ja, ne? Ja. Ich glaube im Rahmen der Microsoft PK. Ich habe richtig viel Lust drauf und wie gesagt, mich stört halt der Look dieser Japano-Kids da... Die alle im Anzug und ist irgendwie zu hipster. Ist mir zu sehr, zu real. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, wir saßen am Montag, saß ich mit Colin da und dann hat Colin auch gesagt, dass das jetzt schon immer so ist und ewig schon so aussieht. Also, wie gesagt, Final Fantasy-Frisuren waren immer schon eine Stachel hier, Stachel da, aber sie waren dann so, ich sag mal, so irreal, dass es nicht, ne, jetzt sieht es halt aus, als wären es irgendwie Bursche, die sich das hingekämmt hätten und das stört mich dann ein bisschen. Aber ich glaube, ich kann drüber hinwegsehen, wenn ich es erstmal spiele. Ja, im Endeffekt ist es ja auch jetzt nicht, glaube ich, entscheidend über den Spielspaß, den man daraus zieht, ob was für Frisuren die Charaktere jetzt haben oder wie die Designs sind. Kleines Ärgernis. Gregor, hast du schon den Trailer gefunden mit dem fliegenden Auto? Ich guck gerade, ich will nur nicht irgendwie so einen YouTuber dann anmachen, der wieder Memes da reinpackt oder so. Aber ich hoffe, dass das hier der richtige ist. Also, okay, wir gehen. Da sehen wir gerne auf meinen Rechner da drauf, weil du kannst per Knopfdruck quasi da Flügel ausfahren lassen und von der Straße abheben. Ja? Regalia. Und, die U2-DVD schnell mal bestellen. Regal ist, glaube ich, das Automodell, was du benutzt hast, so ein bisschen Batmobile-Style. Total, das war mein erster Gedanke gleich eben. Und das Ding, ich glaube, der Startpunkt, den wir gerade gesehen haben, das war der Startpunkt der ersten Demo, diese Tankstelle, wo man dann quasi von da aus weggefahren ist. Und es gab hier, bevor sie diesen Moment gezeigt haben, so die Spekulation, sind diese ganzen Fahrsequenzen im Auto, ist das vielleicht nicht, dass man selber fahren kann, sondern dass du quasi so eine selbst ablaufende Demo dann gefühlt hast, ne, die dich zwischen den anderen Locations das hin und her bringt. Aber du kannst anscheinend wirklich frei die aussuchen, wann startest du, wo gehst du dann wieder hin, wo landest du. Ich weiß nicht, ob du irgendwo außerhalb der Straßen landen kannst. Da kommt vielleicht nochmal was dann zusammen. Das ist technisch extrem beeindruckend, finde ich. Weil es immer schwierig ist, gerade bei so einer Riesenwelt, die ja alle irgendwie in den Speicher geladen werden muss. Er ist ja jetzt auch viel, viel schneller als normalerweise. Mhm. Dann muss also das ist von der Engine ziemlich geil gemacht, finde ich. Eben, und wenn das wirklich auch mit der Weitsicht so funktioniert, also was die im Trailer hier so gezeigt haben, ist die Grafik auch nicht wirklich ins Haken und Stocken gekommen. Und die läuft ja mit 1080p at 30. Dann, oder zumindest ist es das Target, wie es am Ende sein soll. Wir können da mal kurz weggehen. Ich will mal gucken, ob ich ja noch den anderen Trailer finde, weil die haben auch eine der neuen Städte gezeigt. Diese Wasserstadt. Mal gucken, ob meint der hier ihr, ist. Oder ist es schon bekannt? Hat man das fliegende Auto dann schon zu Beginn des Spiels? Das ist doch wahrscheinlich eher so ein Ersatz dafür. Ich meine, später ich in den früheren Teilen hat es dann immer irgendwann Luftschiff oder so. Mhm. Du hast halt immer... Es gibt dann immer eine neue Evolutionsstufe an Transportmitteln, damit du halt immer schneller vorankommst bei Final Fantasy. Jetzt ist es auch noch ein Schiff, oder was?
Nein, aber das, okay. Du kannst auch Schiffe fahren. Das ist eine der größeren Städte im Spiel. Die wurde jetzt nochmal im Trailer jetzt speziell gezeigt, was man da machen kann. Die kannte man auch aus den ganz frühen Trailern von vor 10 Jahren schon, weil die auch in der PS3-Version schon zu sehen war. Und die konnte man selber bisher noch nicht spielen, zumindest in den Demos, die rausgekommen sind. Aber die gibt dir einem einen kleinen Blick darauf, was du da sehen kannst, was du da anstellen kannst, mit Gondeln herumfahren, Tag- und Nachtwechsel fließen da, wo du unterwegs bist, Quests, die verteilt sind und also rein visuell. Das kann schon was, ne? Aber sind die Häuser begehbar? Also kann man da irgendwie, ist das nur eine reine Kulisse? Ich denke, es ist wie so oft nicht jedes Haus begehbar bei solchen Sachen, aber es gibt einige, die entsprechend begehbar sind, wo du da reingehst. Sie zeigen, glaube ich, gleich eine Szene, wo du in ein Haus reingehst und dann Sidequest startest, dann Subquest, der losgeht. Aber ja, mir wird es schon so reichen, wenn es so auf der PS4 dann ausschaut. Hier genau, also zum Beispiel, dass da auch Locations sind, wo du innerhalb dann rein kannst und da ein Quest gestartet. Wahrscheinlich ziehen dich die Hände in einen Dungeon oder irgendwie sowas, was du anstellen kannst. Das finde ich auch sehr cool hier, ne? Also dann mit der Gondel da unterwegs und einfach, was du an Tag und Nacht Wechselgeschichten machen kannst. Ist auf jeden Fall wesentlich belebter als alles, was man aus dem Final Fantasy 13er gesehen hat damals. Ja. Ja, wo ich das aber gerade wieder sehe, ich finde es schon auch ein bisschen komisch, dass halt so viele moderne Elemente einfach da drin sind. Auch viele Figuren, die da rumlaufen, dass sie so Klamotten anhaben, wie, naja, Leute heutzutage einfach auch, wenn du hier in Hamburg durch die Straßen läufst, siehst du Charaktere, die aussehen. Zumindest in der Schanze, ja. Wie in, ja, genau, da siehst du wahrscheinlich auch Leute, die gleichen Frisuren noch haben dann. Ja. Ich finde es ein bisschen, für mich war Final Fantasy halt eher immer so klassische Fantasy. Was ich ziemlich spannend finde, muss ich noch dazu jetzt sagen, es fällt mir gerade ein, ist ein Spiel, was sich auch unsere Kollegen in L.A. anschauen auf der Messe, ist Battle Chasers Night War. Sagt euch das was? Oh, das gucken die sich an? Ja. Oh, verdammt. Also, okay, jetzt bin ich neidisch. Weil ja. Du kannst mal erzählen, das ist ein Spiel, ich lasse mal einfach im Hintergrund den Trailer dazu ablaufen. Der ist jetzt nicht ganz neu, der ist nicht im Rahmen der E3 erschienen, sondern schon vor ein paar Wochen. Und du kannst mal dazu was zu dem Comic-Universum erzählen, auf dem das basiert. Weil ich finde, das sieht nämlich so aus wie eher klassische, das ist halt ganz eindeutig von früheren JRPGs inspiriert. Und ich finde es einfach schön. Ich hätte es gerne mehr, dass mehr Spiele noch so aussehen. Und sich so an so klassischen Settings und Charakteren orientieren. Ich habe extra gestern sogar noch mal geguckt, ob es dazu einen E3-Trailer gab, weil die nämlich angekündigt haben, dass das Spiel auf der E3 endlich zu sehen sein wird und vor allem zu spielen sein wird. Battle Chasers, ja, es basiert auf einer Comic-Reihe, die Ende der 90er gekommen ist und nie zu einem richtigen Abschluss gebracht wurde, weil die halt irgendwann gecancelt wurde. Und das hat, die hat aber in dieser kurzen Zeit, in der es den Comic gab, sehr, sehr, sehr viele Fans weltweit gewonnen, die halt immer eine Fortsetzung haben wollten. Und der federführende Autor des Comics und auch der Zeichner, den solltet ihr eigentlich kennen, und zwar durch die Spiele Darksiders. Denn er hat eben Vigil Games damals gegründet und halt eben Darksiders 1 und 2 gemacht. Und das erkennt man auch ganz klar im Design, wenn man sich mal so War oder Tod vor Augen hält, dass man das halt erkennt, wo es halt herkommt. Und nachdem ja THQ und eben auch Vigil Games unter anderem halt den Bach runtergegangen sind und dann kaputtgeschlagen wurden und weiterverkauft und was nicht alles, hat er sich mit einer anderen Firma selbstständig gemacht. Und vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren angekündigt über eine Kickstarter-Kampagne, dass halt eben dieses Spiel zu Battle Chasers kommt und auch der Comic fortgesetzt wird. Und das sieht man jetzt hier. Und es wurde halt eben ganz klar von Anfang an eben gesagt, was es halt eben sein wird. Ein rundenbasiertes RPG. Und es sah von Anfang an schon sehr, sehr cool aus. Ich finde, es sieht jetzt auch immer noch cool aus als kleines Indie-JRPG-Ding mit sehr, sehr schön gezeichneten Animationen, Landschaften und Charakteren. Bei Kickstarter haben die richtig abgesandt, also die haben sehr, sehr schnell ihre Kohle drin gehabt und ihre Ziele weit übertroffen, weshalb halt noch mehr Sachen halt eben reingekommen sind, die es sogar in Comics noch nicht gab. Ja, und für mich ist es halt ein kleiner Trost, dass Darksiders 3 ja immer noch in sehr, sehr weiter Ferne ist. Ja, zumindest Nordic Games. Wem gehören die jetzt? Nordic Games. Mhm. Also Nordic Games heißen die. Also die publishen das Spiel auf jeden Fall für den Entwickler, ja. Ich kannte das bisher noch nicht. Also gerade bei den Kämpfen habe ich dann nochmal aufgehorcht, weil die wirklich so klassisch rollenspielmäßig ausschauen. Mhm. Es gibt so in den letzten Jahren so eine kleine Renaissance dieser Mid-Tier-Titel oder wie man sie auch immer nennen will. Also es ist kein jetzt AAA-Budget, da wurden keine 150 Millionen Dollar reingepackt, um diese Spiele zu machen. Aber so alte Game-Konzepte wie so klassische Rollenspiele, ob es jetzt über
Kickstarter wie das hier ist oder über kleinere Projekte wie Child of Light zum Beispiel von Ubisoft, was sehr stark an Grandia von den Kämpfen angelehnt war, oder jetzt I Am Setsuna, was von Square Enix dann kommen wird, was sehr stark von Chrono Trigger inspiriert ist. Ich bin sehr froh, dass auch sowas in der Form gemacht wird, weil für mich muss es, auch wenn ich mich über sowas wie Final Fantasy XV oder Persona 5 freue, ich spiele auch gerne Spiele, die nicht unbedingt so ausschauen, als ob da jemand das Bruttoinlandsprodukt von Nigeria investiert hat. Ja, es war auch ein bisschen Quatsch, was ich gesagt habe eben vor dem Trailer, dass ich mir wünschen würde, dass mehr Spiele noch so aussehen. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, es gibt viele so klassische Rollenspielgeschichten, die halt so aussehen, auch wie Battle Chasers Night War. Es war bei mir eher wirklich auf Final Fantasy bezogen. Also ich fand, das schönste Final Fantasy war dann mit Final Fantasy 9 erreicht. Das war halt für mich so die Idealvorstellung davon, wie ich mir so eine Welt wünschen würde. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Es gibt bestimmt Leute, die den Stil ab Teil 10 bei 11, 12, 13, 14, 15 total toll finden. Das ist nur einfach nicht so mein Fall. Ja, es ist ja auch absolut legitim. Ich hatte mal einen der Chefentwickler vor einigen Jahren genau zu der Frage gefragt, damals zu 13.2, glaube ich, hätte ich ein Interview gehabt. Und der meinte eben, das ist ein Resultat, so wie die heutzutage aussehen, weil die Grafik mittlerweile so gut geworden ist. Da es sich hauptsächlich an ein japanisches Publikum bietet, sollen die sich selbst wiedererkennen und identifizieren können. Und viele der, nehmen wir die Charaktere von den 13er oder vom 10er, auch obwohl da noch Fantasy-Elemente mit bei sind, du könntest theoretisch viele von denen nehmen und die können in Shibuya über die Straße laufen, weil die gerade so die wilde Frisur oder die Kleidung da anhaben. Und selbst wenn man ältere Charaktere nehmen würde, schau dir mal an, wie jemand wie Kefka aus Final Fantasy VI jetzt in der HD-Optik ausschaut, die für die ganzen Dissidia-Prügelspiele gemacht wurden. Da habe ich auch nicht unbedingt gedacht, dass ich so einen Clown mit weißer Schminke da rumlaufen habe, sondern so eine kleine, knubbelige Fantasy-Figur, die gut funktioniert hat. Ja, ich habe auch gegen den neuen Stil nicht unbedingt was dagegen, aber ich hätte auch mal wieder Bock auf so ein richtiges Classic-Fantasy-Final Fantasy. Ja. Micha, was geht bei dir so? Du sagst gar nichts mehr. Ich gucke gerade, was seit wir hier quatschen, für Trailer rausgekommen sind. Und war mir gerade kurz nicht sicher, ob wir The Search schon hatten, aber wir hatten es schon. Das, ne? War kurz Thema, als die PC-Show, glaube ich, lief. Da wurde das ja auch gezeigt und da waren Entwickler auf der Bühne davon. Richtig. Aber da hattest du auch was zu sagen. Hast du das auch schon gesehen gehabt vorher? Genau, ich habe mir das angeguckt auf der Focus Interactive Messe, wo ich ja, glaube ich, 10 Spiele gesehen habe fast oder so. Und hast du den Trailer noch da? Dann lass ihn doch im Hintergrund einfach nochmal laufen, dann kann man da mal ins Spiel gehen. Kann aber sogar sein, dass du ihn... Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Nee, den habe ich nicht. Gut, dann mache ich ihn nochmal auf. Ach so, ich dachte, du hättest ihn noch auf. Ja, ich dachte gerade, wir haben ja schon drüber gequatscht, dann machen wir es nicht nochmal, aber ich glaube nicht so in dem Maße, wie das Spiel das vielleicht verdient hat. Und dann machen wir es doch glatt nochmal. Weil, erzähle ich gleich, das sind ja die... Jetzt haben wir sofort. Und jetzt wollte ich dir so schön Zeit geben, um mit The Search noch bis zur Werbung die Zeit schön zu füllen. Und ich glaube, du findest nicht mal mehr den Trailer, bevor wir in die Werbung doch, gehen. Doch, doch, da ist er. Wir laufen ganz kurz. Wir gehen mal kurz auf meinen Rechner. Und genau, hier sieht man jetzt, muss ich schon wieder so schnell abhandeln. Nee, jetzt gucken wir kurz den Trailer und nach der Werbung sprechen wir drüber. Forged from imperfection, steeled by technology. We're the cogs in their machine. And yet we struggle on. Tschüss.